23. Februar startete Tante Yu in Vorbereitung ihres dreijährigen Jubiläums durch. Chefpilot des Clubs ist Gunter Rehlig und dieser stand uns Rede und Antwort. Gunter, was hat dich dazu gebracht, den Club Tante Yu zu gründen? Ja, aufgrund des Geburtstages meiner Band hatten wir eine Party. Und aufgrund des guten Erfolges für diese Party kam mir der Gedanke, an dieser Stelle weiterzumachen und einen Live-Club zu gründen. Im Club gaben sich, wie auch in dieser Bluesnacht, hochkarätige nationale und internationale Bands die Ehre. Ich weiß, ihr feiert am 10. März euer dreijähriges Jubiläum. Mit welchen musikalischen Leckerbissen darf das Publikum rechnen? Zum einen sind das die Bands Antonov und Frankreich hier aus der Region. Und dann gibt es ein besonderes Highlight, das ist Bernhard Fohler mit Bad Dog. Dabei handelt es sich um Gründungsmitglieder von Ed Fake, Little X und Nickelback. Okay, wir bleiben im Jetzt und Heute. The Shift, Kool & The Gang und Köln Walters Band brachten die Tante Yu auf Hochtouren. Gunter, was sind deine mittel- bis langfristigen Ziele für den Club und was haben wir im Jahr 2007 zu erwarten? Wir werden in der Zeit vom 1. bis 3. Juni das Bluesfestival hier im Haus haben, beziehungsweise parallel dazu auf unserem Open-Air-Gelände. Und dann gibt es im Juli noch ein Jubiläum von Keimzeilen. Apropos Keimzeit, ihr 25-jähriges Bühnenjubiläum feiert diese Band am 7. Juli mit einem Open-Air-Konzert an der Tante Yu.